Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einem Let's Play. Das heißt Dead Sides. Es ist, erinnert so ein bisschen an DayZ. Und ich gehe mal gleich auf Fortsetzen, mal gucken, ob der Server an ist. Ich habe nämlich schon mal ein bisschen gespielt, ein bisschen getestet. Das ist, glaube ich, die Dragunov, die habe ich bisher noch nicht gefunden. Und ja, also am Anfang, wenn man ein Spiel startet, muss man erstmal einen Server auswählen quasi. Man sieht hier noch keine Figur und dann kann man sich eine Figur von 6 verschiedenen Menschen auswählen. Da waren Asiate und also es große Änderungen gab es nicht. Die haben alle keine Haare auf dem Kopf, alles Glatzenträger. So. Und das Spiel ist halt, wie wir es am Anfang schon gesehen haben, Early Access. Kam am 14. April schon raus. Ist jetzt bei Steam verfügbar. Ich glaube, es hat jetzt 16 Euro gekostet. Und dafür sieht es schon mal besser aus als, ja, 7 Days. DayZ weiß ich gerade aktuell nicht. Letztes Mal, als ich DayZ gespielt habe, sah es nicht so gut aus. Haben auch Glück, dass es noch hell ist. Wie gesagt, das ist das Menü. Brauchen wir ein bisschen was zu trinken. Das kennen wir hier so aus anderen Spielen. Ich habe jetzt eine Armbanduhr gefunden. Ich weiß nicht, wofür man Zündkerzen braucht. Eine Hose, die Alpinhose. Die wollte ich eigentlich nochmal austauschen. Mich an den Inhalt ran, genau. Da rein damit. Mal die Hose zerreißen. Genau. Dann haben wir auch ein kleines Crafting-System. Das können wir auch mal machen. Den neuen Rucksack habe ich mir auch improvisiert. Und hier haben wir jetzt Fusel und Lappen und daraus kann man natürlich was basteln. Ich dachte anfangs auch, der Fusel wäre zum Trinken da, aber irgendwie konnte ich den nicht trinken. So, das Spiel hat noch eine Besonderheit und zwar, es gibt natürlich menschliche Gegner und KI-Gegner. KI-Gegner, wie bei Escape from Tarkov, nicht die hellsten, aber in dem Spiel stirbt man mit 1-2 Schuss. Ein bisschen bauen kann man auch, dafür fehlt mir noch Hammer oder so, den habe ich bisher noch nicht gefunden. Ich hatte mal einen Schraubendreher gefunden, einen Akkuschrauber und dann war ich auch gleich tot. In dem Spiel ist es sowieso sehr schnell, dass man sehr schnell stirbt. Eine nette Person hat mich mal erschossen und dann auch im Chat geschrieben, so sorry, dass ich dich erschossen habe, kannst dein Loot holen. Aber ganz trauen kann man den auch nicht. Kann ja sein, dass der quasi mich dann nochmal erschossen hätte. Ob ich selbst schon mal jemanden gekillt habe, weiß ich nicht. So, dieses Gebäude war ganz gut. Da kam auch eine KI-Patrouille, die habe ich halt, darum mache ich jetzt dieses Maschinengewehr. Wir gucken hier einfach nochmal lang. Nägel. Oh, Nägel mit Köpfen. X hier haben wir auch. Ich glaube, ich muss ein bisschen lauter machen. Ah, mein Headset war so leise. Oh, Dosenfleisch. Lecker. Die Dose sieht auch verdammt aus wie eine Dose hier von Barkov. Richtig schleichen kann man nicht. Was ich aber schnell geändert habe, das Ducken war auf Z. Das ist ja Dresden. Da sind sie. Alter, ich treffe die nicht, oder was? Keine Money! Scheiße ist drin. Boah! Es waren aber letztes Mal 3. Die Schrot ist einfach am besten. Ja, dann kommen noch nebenbei Missionen. Da habt ihr ja gleich ein bisschen Action dabei gehabt. Was haben wir hier? Rotpatron. Ich könnte gerne hier so ein... Deswegen bin ich auch hierher. Diese Militärbasis ist gar nicht so groß auf der Karte. Wir haben zu kurz zur Karte.
So soll es mal aussehen, hoffentlich. Hier oben bin ich mal lang gelaufen, da gibt es nichts. Hier am Wegrand gibt es ein paar Häuser, die kann man sehen. Das scheinen hier so die Punkte. Das war hier so auch so, das sind so Militärpunkte. Das sind kleine Dörferchen. Eine Stadt habe ich noch nicht gesehen, vielleicht hier unten. Und die sicheren Bereiche, ja, da kann man wohl Händler finden. War ich persönlich noch nicht, weil ich noch nichts hatte. Aber ich glaube, wenn wir die jetzt mal gelootet haben, dann haben wir vielleicht etwas, was wir mal, wo wir handeln können. Handschuhe. Cool. Munition und eine Taschenlampe. Endlich habe ich eine Taschenlampe. Kann ich die Munition da wegziehen? Ah. Nägel will ich jetzt nicht wegpacken. Aber wir müssen eh was essen. Also scheint keiner mehr hier zu sein, darum esse ich jetzt einfach mal was. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Animation wie bei Tarkov, dass man was isst. Aber wie gesagt, Early Access. Was auch ein bisschen bescheiden ist, ist die Sounds der Waffen. Finde ich, könnte noch ein bisschen besser sein. Aber vielleicht kommt das noch. Und dann müssen wir auch gleich mal die Waffe nachladen. Mit der ich überhaupt nicht getroffen habe. Maschinenöl. Lebensmittel oder so kann ich gebrauchen. Oh. Und ich will so eine Brust. Seile, daraus kann man, wie gesagt, aus Seil und ich glaube Stoffen kann man sich halt diesen provisorischen Rucksack machen. Aber diesen Bauplan gab es auch schon vor. Also den musste ich nicht entdecken oder so, der war einfach da. Kann sein, dass es dann noch mehr Baupläne gibt, wenn man irgendwie was Upsi-dupsi, gefunden hat. Ist mir aber bisher nicht passiert. So. Ist der natürlich. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Also das ist. Es waren drei. Ah. Das ist interessant. Hier hatte ich die Zündkerze und die Uhr gefunden. Also entweder hat sich ein anderer Spieler geschnappt oder auch die Gegenstände. Ja, kommen random. Finde ich natürlich cool. Ah, ist natürlich mitten auf dem Feld. Ah, die Waffe muss repariert werden. Taktischer Helm. Munition für die AK. Ah, die AK hätte ich ja gerne, aber. So viel Scheiße dabei. Nee, komm, wir gucken da oben nochmal. Und jetzt habe ich so langsam, jetzt beginnt so langsam der Moment, wo ich ein bisschen, ja, Schiss nicht kriege, aber. Oh, da ist eine Leiter. Man kommt trotzdem nicht hoch. Aber wo man jetzt Angst hat, was zu verlieren. Ah, hier ist ein fucking Seil. Dann würde ich sagen, gucken wir uns doch mal das hier an und dann versuchen wir mal zu das Gebiet zu kommen. Dann vielleicht zur Mission. Das ist der Plan. Die Laufwege werde ich ein bisschen vorspulen oder schneiden. Weiß jetzt noch nicht, ob ich, wie ich das mit einem Vorspulen mache, aber wir brauchen das jetzt nicht sehen, wie ich jetzt 20 Kilometer laufe. Also, ich würde dann sagen, bis später. So,
Wir sind bald in diesem Dorf. Ich bin noch ein bisschen auf Abstand, weil ich bin jetzt schon ein, zwei Mal absolut in so einen Hinterhalt gelaufen, weil ich die KI-Leute nicht gesehen habe. Die waren im Dorf verteilt. Jetzt nicht bei dem Dorf war ich noch. Da unten ist einer. Ich kann ihn natürlich jetzt. Was, Mensch? Alter Schwede, nachladen. Wir müssen mal kurz weg und heilen. Taktischer Rückzug. Den zweiten habe ich nicht kommen sehen. Scheiß Gebüsche. Die Leichen rollen jetzt runter den Berg. Das ist natürlich bescheiden, weil dann sehe ich sie ja nicht. Das Dumme, so ein Tüchlein heilt nicht viel. Es dauert ewig, bis man wieder hochgeheilt ist. In den Dörfern waren auch eigentlich immer so 2 bis 4 Leute. 30 Schuss haben wir noch. Problem ist, man ist nicht so leise, wie ich es gerne hätte. Also man hört Tiergeräusche, aber ich habe bisher keine Tiere gesehen. Für ein Survival-Spiel wäre es eigentlich ganz gut, wenn es auch Tiere gibt, die man jagen kann. So, wir sind hier runtergerollt. Wenn ich jetzt loote und dann kommt irgend so ein Idiot, dann ist es ganz schön ärgerlich. Aber es gab keine Einblendung oder so, dass es ein Mensch war. Aber es ist erstmal komisch, dass die KI versucht wegzurennen. Das habe ich noch nicht gehabt. Da hinten ist. Okay, dann war es KI. Mit der Pistole hatte ich bisher noch kein Glück, Leute zu töten. Und ich habe jetzt auch vergessen zu gucken, wie ich den Feuermodi ändere. Jetzt geht der natürlich ins Dickicht, ne? Alter, der muss sterben, der muss sterben, der muss sterben. Fuck. Die Waffe ist scheiße. Wir entfernen uns mal ein bisschen. Ich hoffe, es ist kein Spieler in der Nähe, weil. Die Waffe ist leer. Das könnte einer gewesen sein. Oder auch nicht. Scheiße, jetzt haben wir da das halbe Dorf gekillt und der Heinrich hat nichts zum Heilen. Scheiße, habe ich jetzt eine Pistole dabei gehabt, die keine Munition hat oder was? Halt noch hoch. Mehr. So, jetzt heißt es Leichen finden.
Da liegt einer. Verband, das ist natürlich super. Das Verband ziehe ich mir auch mal gleich hier unten rein. Das nutzen wir mal gleich. Der kam von hinten. Kann man nicht vorstellen, dass es ein KI-Typ war. Warum habe ich für diese scheiß Waffe keine Munition mehr, ey? Warum hauen wir die weg? Weil man muss sie erst da reinziehen, dann kann man sie weghauen. Was für Munition hast du? Oder ich hatte sie nicht geladen, das kann auch sein. Das ist natürlich doof. Xiklo habe ich noch nichts gefunden. Kleine Shotgun. Brauchen mehr Plätze. Bomberjacke, wie viele Slots? 4 haben wir ja schon. Auch alles Schrot. Kleine Uzi. Wollen die öffnen? Ne, schade. Die Uzi kann ich, glaube ich, nicht für die Pistole nehmen, oder? Usel, warte mal. Wir müssen... Habe ich nicht noch... Doch, steriler Lappen habe ich. Okay. Können das aber zerreißen. Okay, habe ich zu wenig Lappen? Dann leck mich am Arsch, nehme ich lieber die Munition. Gut, ich weiß nicht, wie lang es dauert, bis die wieder respawnen, die Typen. Der hat einen schönen Mantel. Eine schöne Tarnhose, aber leider... Das Problem ist, es ist nicht immer so leicht, hier alles umzupacken. AT 400 will ich haben. Gib mir meine Lappen wieder. Wer weiß, wie viele hier noch rumlaufen. Noch mehr Nägel. Hey, ich wollte rein. Im Spiel selbst gibt es ein bisschen wenig was zu essen und zu trinken, finde ich. Na, ja, dann haben wir was frei. So.
Ja, ist sehr friedlich, aber es kann auch hier alles ein bisschen täuschen. Wodka. Okay, dann würde ich sagen, heilen wir uns nochmal hoch. Na, hoffentlich haben wir hier noch ein paar Klamotten drin, die wir zerreißen können, dass wir uns nochmal ein paar sterile Lappen machen können. Mission abgeschlossen. Hä? Achso, die Mission wurde abgeschlossen. Okay, aber nicht von mir. Eindeutig wieder zu wenig Lappen. Oh, ein Sicherungskasten. Eine Sicherung. Mensch, da Hammer. Wir brauchen noch mehr als nur einen Lappen. Vor allem, ich könnte mal echt was zu essen und zu trinken gebrauchen. Mal diese kleine Hütte noch, dann sind wir durch. Ah, ich habe den Wodka gar nicht mitgenommen. Ich brauche unbedingt diesen Brustpanzer. Also, das sind hoffentlich ganz viele Slots und einen besseren Rucksack. Echt, die Arme. Das ist, glaube ich, alles hier. Für Reputation. Ja. Hoffe, dass man das verkaufen kann, weil ich glaube nicht, dass es Autos gibt, die man bauen kann. Und da ich schon ein paar KGI-Gegner gekillt habe, die Geld hatten, habe ich auch schon ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, ob es viel ist oder wenig. Keine Ahnung. Aber für mich sieht es erstmal viel aus. Ach, wir haben Fusel, brauchen den Wodka nicht. Doch eine Sache wollte ich mal gucken: Kann ich den Fusel auch so trinken? Nein. Es gibt so. Oh. Scheiße. Weiß nicht, wie schlau die sind. Na, die umzingeln mich. Noch Mist. Scheiße, die umzingeln mich. Kommt rein, ihr Schweine. Jetzt gerade keinen. Auf dem Boden. Schnell craften. Ich höre keinen draußen mehr, darum bin ich mal so mutig und versuche mich mal jetzt schon mal ein bisschen zu heilen. Dumme ist diese drei Lappen. Wenn mir nicht viel helfen.
So, ich glaube, ich werde mich erstmal hochheilen, wenn keiner mehr da ist. Ich werde die nächsten Lappen einfach hier rein mir holen von draußen. Weil ich höre draußen keinen mehr. Keiner schießt auf mich. Das heißt, ich werde mich hier verkriechen, mit dem Fusel nochmal sterile Lappen machen und mich hochheilen. Und danach werden wir nochmal zur sicheren Basis hier unten rennen. Oder hier zum Militärpunkt. Und dann würde ich sagen, bis später. So, jetzt sind wir ein paar Meter wieder gelaufen. Jetzt können wir mal hier gucken, wie so die Gegend aussieht. Ich hatte in den oberen Bereich, wo hier auch keine Straßen führen, jetzt zwar lang. Ich bin hier mal so rumgelaufen. Eine halbe Stunde, Viertelstunde. Ich habe nur leere Straßen und zum Teil auch schwebende Bäume gesehen. Also ich glaube, hier ist noch eine Brücke, aber bis hier in diesem Bereich haben sie gearbeitet und hier oben ist noch nichts. Aber hier hat sich jemand auf dem Server hier niedergelassen. Das heißt, wenn du über die Brücke gehst, weil über das Wasser hier kannst du nicht schwimmen, nur über schmalere Flüsse, aber hier in diesem Bereich nicht. Das heißt, wenn da jemand positioniert ist und da jemanden sieht, kann er gleich mit einem Gewehr wegschießen. Schon guter Punkt. So, ich habe jetzt hier Pause gemacht. Wir haben jetzt folgendes Problem. Hier ist eine Militärbasis. Ich weiß nicht, ob wir es noch mit diesen. Ja, ob ich es überhaupt noch zu diesem zur Safe Zone erschaffe. Man könnte hier nochmal mit der Militärbasis gucken. Es könnte aber mein Tod sein. Ich habe jetzt keine guten Lappen mehr. Versuchen wir es einfach mal. Also ich denke mal, diese Punkte sind irgendwas Militärisches. Habe ich ja allein zwei oben gesehen, ist einer. Mit Türmen sind welche. Es wird hier ein bisschen Hardcore-mäßig sein. Also wenn auf den Türmen schon Leute sind, zwei Stück, dann will ich gar nicht wissen, was unten rumläuft. Allein die zwei Türme waren weiter auseinander. Das könnte ein bisschen größer sein. Muss zu den nächsten Tannenbäumchen kommen. Fuck. Entdeckt. Nein, wir sind tot. Und ich glaube nicht, dass das KI war. Weil auch die sind wieder weggelaufen. Ja, Eingabetaste und wir haben hier nur gratis Respawn, weil wir da überhaupt keine Punkte haben. Scheiße, wäre ich doch mal nach Hause gelaufen. Ja, nach Hause zur Basis. 1,4 Kilometer, 6 Kilometer. Och. Was ist hier für eine Mission? Ach so, episch. Na, episch lassen wir mal. Ja, dann versuche ich mal zu meiner Leiche zu kommen. Und würde sagen, bis gleich.
So, 600 Meter bis zu unserem Loot. Also ich weiß nicht, vielleicht war es doch KI. So eine Patrouille von der Militärbasis da. Ich war auch gerade mal bei der Militärbasis, wo wir davor waren. Die Leichen sind natürlich schon wieder verschwunden. Das war natürlich doof. Und ich könnte schwören, wir haben dort noch ein, zwei Schrotflinten liegen lassen oder andere Waffen, Pistolen oder so. Jetzt war ich da und ich habe gar nichts gefunden. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass nach mir jemand da war. Definitiv. Ja. Das heißt, wir haben nur ein Messer. Also ich gehe jetzt da jetzt nochmal hin, mit meinem Messer bewaffnet, mit meinem Brotmesser. Oder ein Klappmesser, was das sein soll. Und ich hoffe, wir bekommen unser Loot wieder. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Dann haben wir gar nichts mehr. Aber so ist das halt in diesen Spielen. Habe ich schon nebenbei erwähnt, man könnte bauen. Ich glaube schon, ne? Aber ich habe hier noch nichts gesehen auf dem Server hier. Da oben ist das Türmchen. Ich versuche, bisschen jetzt durch die Tannen, da wo die Steine sind. Das ist gut. Wir rennen jetzt noch ein bisschen weiter außen rum. Zwischen den Steinen, da waren die ja auch. Hinter den Einsteinen müsste ich ja auch quasi liegen. Also wenn ich nackig bin, dann wissen wir, es waren keine KI. Wenn ich noch voll beladen bin, dann war es KI und dann müssen wir schnell alles nehmen und abhauen. Eine gute Sache ist, unser Durst ist bei 85% oder 85 Punkten. Schon mal ein Vorteil. Ich hätte gedacht, wir sind hier vorne gestorben. Da hinten? Na gut. Das Gute ist, die Patrouillen bewegen sich. Bleiben nicht auf dem Punkt. Habe ich schon mehrfach beobachtet. Ich habe auch schon mal eine Patrouille auf der Straße erwischt. Da waren es vier, fünf Gegner. Aber ich glaube, das waren keine Menschen, weil keiner so blöd mitten auf einer Straße zu laufen. Scheiß Tiere, halt doch mal die Fresse, ich höre nichts. Flinte auf jeden Fall mitnehmen. Nicht alles mitziehen. Nimm das Messer weg. Das großen Ananas. Ja, den Rest lass mal liegen. Versuchen wir jetzt zu entkommen. Und ich würde sagen, wir geben Gas. Ich weiß auch nicht, wie lange die Leiche liegen bleibt. War schon echt ein bisschen grenzwertig von mir, ohne Deckung oder so da einfach anzugreifen. Also ich glaube, die KI bei Tarkov ist ein bisschen intelligenter. Oder ja, sie haben sich getrennt, ne? Und wir wurden vorhin auch von hinten angegriffen. Also so blöd sind sie einen eigentlich auch nicht.
Ja, Mission fehlgeschlagen ist mir Wumpe. So, ich versuche jetzt mal ins Safe Zone zu kommen. Und das ist halt doof, man sieht nicht so, man kann nicht weiter reinzoomen. Man kann nur rauszoomen. Es wird schon groß werden. Hoffentlich mit Autos und auch mit mehr Überleben und auch mit mehr Tieren, die man vielleicht jagen kann. Dass wir wirklich DayZ in cool haben. Also ich müsste mal DayZ wieder spielen. Ich weiß echt nicht, wie weit die sind. Mittlerweile ist es ja, glaube ich, nicht mehr Early Access. Das ist, glaube ich, offiziell rausgekommen. Aber ich habe es Haufen Stunden gespielt und mich immer geärgert. Und einmal habe ich es wirklich geschafft, den ganzen Loot zu haben, den ich haben wollte. Ich weiß gar nicht, Zelt konnte man damals gar nicht bauen. Aber dann kam auch die Frage, was machst du denn, ne? Und das könnte auch ein größeres Gebiet sein. Was machst du, wenn du voller Loot hast? Ja. Hier kannst du wenigstens so ein bisschen Basis bauen. Aber das ging dort nicht. Oh, 6 Schuss. Was hat unsere Pistole? 8 Schuss. Und die nicht so sterilen Lappen hauen wir mal unten rein. Dose auch schon mal. Ja, darum. Also dieses Spiel weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde es jetzt nicht so lang zocken. Einfach deswegen, weil ja, es fehlt noch ein bisschen viel. Also es sieht gut aus, ne? Also das kann man nicht sagen. Also das ist mit der Unreal Engine 4, das gefällt mir. Aber die Mission, ja, gut. Geh mal so ein Gebüsch. Ich habe auch keinen bisher nicht gefunden, wo man vielleicht Beeren sammeln kann. Konnte bisher auch kein Holz hacken. Na gut, ich habe schmeiß mein Messer ja auch immer weg. Vielleicht sollte ich mal mein Messer aufheben, fällt mir gerade so ein. Ist Hunger, Durst, das ist noch so ein bisschen. Ich habe aus einem anderen Video schon gesehen, man kann nicht aus Flüssen trinken. Das wäre natürlich auch gut, wenn man sich dann eine Feldflasche finden kann oder basteln kann, dass man selber Wasser aus Flüssen raussuchen kann, dann vielleicht Kohlefilter oder sonst irgendwas, um das Wasser sauber zu machen. Und ganz wichtig, Waffensounds und mehr Waffen. Man hat die Möglichkeit, Mods zu finden, aber ich habe bisher absolut keine Mods gefunden. Schnauze, du Scheißtier. Vielleicht findet man Mods bei den Händlern. Darum denke ich mir, zeige ich euch jetzt mal einen Händler. Oh, da ist ganz viel Industrie. Oh, offenes Feld ist nicht gut. Wir laufen mal ganz schnell rüber. Schnell ist relativ. Ich gebe schon Vollgas, so läuft der normal. Oh, jetzt sind nochmal die Kollegen. Ach, man kriegt unten links so eine Meldung. Das war das. Ich dachte unten rechts immer. Ich hätte mal gucken sollen, gibt es eine Info? Ping 9 von 50. Ach du Scheiße. Ja, ich habe jetzt auch, ihr habt ja gerade die Aufnahmezeit gesehen. Ist jetzt nicht optimal. Aber das letzte Mal, wo ich hier drauf war auf dem Server, waren so 40 Leute. Definitiv. Aber so kann man ein bisschen was zeigen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass bei der Map, wobei, die ich gezeigt habe, dass eher im mittleren und südlichen Teil, also zwischen den Händlern, dass da viel los ist. Gehe nochmal da zu den Bäumchen hin. Weil mir fällt gerade noch was ein, was ihr vielleicht schon gesehen habt. Ich habe noch kein Event gesehen. Ja, also Helikopterabsturz oder Abwurfzone, never. Habe ich noch nicht gesehen. Nur diese normalen Missionen. Aber was da gefordert wird, habe ich auch keine Ahnung. Wird mir auch nicht eingeblendet. Ja, Geheimlager, das ist bestimmt mein Lager oder whatever.
Also wenn man so eine Weste hat, dann kann man bestimmt mal, wenn man mehr Platz hat, anfangen zu bauen. Müssten ja eigentlich gleich in diese sichere Zone kommen. Ah, hier ist eine Flagge. Ist das entweder eine Mine oder auch die sichere Zone wahrscheinlich? Sichere Zone betreten. Danke für die Info. Darf ich nicht schießen oder ist mir, also kann ich schießen oder ist mir nur verboten? Was ich auch nicht weiß, ob man hier vielleicht auch in der sicheren Zone bauen kann. Das wäre natürlich ganz cool. Brauchen wir nämlich keine Angst haben, dass Gegner deine Basis plündern. Obwohl, glaube ich, noch geht das mit dem Plündern nicht. Aber ich denke mal, das wird dann auch in Zukunft irgendwann kommen. Auf den regulären Servern. Ich glaube, auf dem privaten könnte man das ja so einstellen, dass man es wieder verbietet. Schaut hier nett aus. Was ich aber noch allgemein zur Karte sagen muss, also wir haben hier ein paar Dörferchen, das ist ja ganz nett. Mir ist aber stellenweise hier noch viel nackig, also es müsste noch mehr dazwischen geben. Hier so, keine Ahnung, kleine einzelne Häuser oder Jagdsitze, wo vielleicht Gewehre oder Munition liegen. Es sind noch viel zu viele Punkte, bin ich der Meinung, wo quasi ja, Menschen sich treffen können. Ich will noch mal kurz zum Händler und dann machen wir noch mal eine Action-Runde und dann denke ich mal, reicht es auch, um alles gezeigt zu haben. Was ich aber sagen muss, der Gebäude-Flair von DayZ, den hatte ich besser, also das hat mir besser gefallen. Was ist das denn, ey? Ah, hier kann ich aufbewahren. Das ist natürlich super. Ist mein Zeug nicht für immer weg, aber ich dachte, hier gibt es Händler. Ah, da. Oh. Gleich zwei. Oh, ja, die haben Munition vergessen. Was willst du? Heidi-ho, Schweinebacke. Munition. Ach, das ist ein Dollar. Steht nur Geld. 100 Schuss, ja gut. Eine Granate kostet 2000 Dollar. Alter Schwede. Was? Die kostet 3000? Die finden wir doch an aller Ecke hier, die Kackwaffen. Oh. Die sind dann neuer. Die habe ich nicht gesehen. Die Schrotflinten, ja. Auch die ist mir neu. AR4, N4, S85, eine Mosin hätte ich gerne. Oder, ach, die ist VSD. Ich dachte, das ist irgendwas mit Dragon oder so. Und Waffenlampen. Cool. Waffenlampen machen wirklich Sinn, weil hier ist es wirklich dunkel, dunkel. Und hey. Cool, hier ist es. Verkauft seinen Helm? Willst keinen Helm mehr haben? Das ist doch cool. Ja. Ein Sturmrucksack. Das sind 25.000. Boah, ey, wie viel Geld soll man denn hier bekommen? Alter Schwede. Ah, die haben doch schon echt. Ah, hier, der PUBG-Helm. Der Schweißer-Helm. Aber es kostet irgendwie alles 1000. Also es. Vielleicht ist das doch der Trick. Ich habe ihn nicht gesehen. Wo ist er denn Da muss der ewig looten, ey. So. Pack mal das Geld weg.
Ach, ich wollte die Uhr verkaufen. Was soll ich mit einer Uhr? Ah, du hast Nahrung, Medizin. Boah, 500. Ey, das sind ja Preise. Muss ich leider aufheben. Oh, hier die. Das ist. Keine Ahnung, was ich mitmachen kann. Oh, Erfahrungsfortschritt. 1 von 100. Yippie-yay, Schweinebacke. Verkaufen. Verkaufen. Jetzt sind wir schon reich. So schnell hat man 2500 Dollar verdient. Meine Fresse. Wozu gehe ich noch arbeiten? Einfach den Scheiß verkaufen. So, ich glaube, das ist Munition für eine Waffe, die wir gar nicht haben, oder? Genau. Scheiß, warum habe ich den Mist mitgenommen? Ach, aufteilen, verkaufen kann ich bei dem nicht. Das heißt, Munition kann ich nicht aufheben. Welcher Horst schmeißt Munition weg? Mir soll es egal sein. So. Dann verkaufe ich den Mist. Wo kann ich jetzt. Achso. Kann ich das nicht verkaufen? Nee, verkaufen kann ich das jetzt komischerweise nicht. Oh, Funkgeräte, cool. Säge 2000, Hammer 2000. Axt hatte ich schon mal gefunden. Es ist immer schön zu sehen, was es alles gibt. Auch diese Munition haben wir nicht, aber wir können die auch hier nicht verkaufen. Das heißt, packen wir unsere Spardose. Die Nägel auch. Brauchen wir, das brauchen wir. Dann haben wir ein bisschen Platz. Ja, auch das, was ist es noch ein bisschen leer, finde ich. Also hier könnte man auch entweder, wenn hier nichts ist, Müll hinpacken. Schäbig, wie das da unten aussieht, wird doch hier nicht das hier so ordentlich sein. Wo ist der Typ hin? Wir hätten ihn doch anquatschen sollen. Die noch im Safe-Bereich, die Häuser, ja. Ah, da ist doch bestimmt kein Loot drin, oder? Das wäre ein Ding. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, ist jetzt. Ich war schon mal auf einer Baustelle, da war schon ein bisschen mehr Loot drin. Als hier. Nichts. Okay. Dann werden wir noch mal einen Kampf machen. Weiß nicht, ob wir hier hingehen sollten oder dahin. Perigowow. Ich habe keine Ahnung, was du heißt. Wir rennen da mal hin. Ich renne da mal raus. Bis gleich. So, muss doch so weit laufen. Verlassen jetzt das sichere Gebiet. Und unten links kam auch schon eine Meldung, dass schon wieder ein, zwei Leute gekillt wurden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nämlich genau hier diese Gegner gerade sehr, sehr aktiv sind. Würde mal in diese Baustelle reingucken, ob da was drinnen liegt. Auch nichts.
Kann natürlich sein, dass hier viel gelootet wird. Ich weiß auch nicht, wenn was gelootet weggepackt wurde, wann es denn wieder auftaucht, also respawnt. Ab und zu ist im Autos auch was drin, aber bisher habe ich nur in kaputten Autos was gefunden. Autos, die heile sind, kann man leider nicht öffnen. Ist kein Loot drin. Könnte man auch mal einbauen. Ich hätte mal vor einem halben Jahr Mist Survival gemacht. Ach, jetzt verlasse ich erst. Ah. War denn da noch? Egal. Mist Survival sah auf jeden Fall nicht so gut aus wie das Spiel. Ist doch, glaube ich, nur ein Projekt von ein, zwei Leuten. Aber man konnte mehr bauen. Die Türen sind schon alle offen. Hier kam auch schon durch. Feuerzeug brauche ich nicht. Weil das Kaff ist natürlich super. Kannst das Kaff looten und dann gleich wieder zur Basis. Hat schon wieder der Typ jemanden gekillt. Aber auch schon wieder denselben kann er sein. Könnt ihr auch die Schrotflinte verkaufen? Ich glaube, das wäre auch eigentlich eine gute Idee, dass man immer mit einer Waffe rumläuft und den Scheiß, den man findet, verkauft. Bisher auch kein Widerstand in dem Kaff hier, ne? Ja, hier ist gelootet worden. Das ist. Ah, da kriegen wir unsere Stoppfetzen. Oh, hier gibt es noch größere Häuser. Epische Mission fehlgeschlagen hier. Ist ja episch. Und was mir aufgefallen ist, das Craften geht schneller, umso häufiger man das macht. Ist natürlich auch gut zu wissen. So, jetzt haben wir zwei super duper Lampen. Ey, gib mir meine zwei duper duper Lampen her. Ja. Alter, dieser Panic Keeper scheint wohl echt cool zu sein. Killt er hier irgendwie alles? Bestimmt ein verfickter Sniper. Wenn wir Leichen finden auf dem Boden, dann ist das ein Zeichen, dass wir abhauen sollten. Hier ist alles leer. Das ist unfassbar. Das ist das, was ich meine. Wenn gute Punkte. Also. Wir haben eine etwas große Karte, ja, aber die Punkte müssen verteilt werden. Nächste Gebäude ist leer. Da sind noch Nägel drin. Muss ich nur mal Hammer und so finden. Lappen. Der Lappen braucht einen Lappen. Ich weiß nicht, ich kann ihn nicht mit. Aber die Schrot ist so gut, die hat mir schon echt geholfen. Und ich finde, das hat man bei DayZ auch gemacht. Der Waffenbeschuss, den hörte man ja ewig weit. Weiß nicht, wie das in dem Spiel ist. Also ich finde es jetzt komisch, dass ich jetzt noch nichts gehört habe. Ach, diese riesigen Hochhäuser sind zu.
scheint so zu sein. Bin am Spielplatz. Der Typ hat schon wieder denselben Typen gekillt, also die mögen sich nicht. Oder er macht das, was ich vielleicht auch machen würde, wenn ich ihn erschossen habe. Warte ich noch mal ein paar Minuten, bis der kommt und dann kann ich noch mal erschießen. Nee, ist natürlich fies. Ja, also hier gibt es zwar hohe Gebäude. Sieht cool aus. Naja, cool nicht. Es sind hässliche Gebäude, aber... kann man nicht rein und... ja, wir sind rausgeflogen. Keine Ahnung, Restart vom Server oder whatever. Na gut, dann machen wir hier mal einen Break. Ja, das ist erstmal Dead Side. Ich denke mal, ich werde da nochmal ein halben Jahr reinschauen. Aktuell kann man zwar ein bisschen spielen, aber Langzeitmotivation sehe ich da eher gerade nicht. Aber für 16 Euro kann man nicht meckern, sieht nett aus. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, lasst doch mal gerne ein Like oder Kommentar da. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.